Sind wir nochmal? Ich habe nochmal ein bisschen umgeräumt. Jetzt habe ich das hier hingestellt. Alles ein bisschen rübergeräumt. Und habe natürlich das alles beschriftet. Diverses. Da unten Dinos, Tiere im Wald, Playmobil, Meerestiere. Bei den Büchern lasse ich das so, das kann so bleiben. Aber bei den Schränken habe ich das genauso gemacht, weil mein Kind hat, ich habe ja immer die Sachen rausgesucht, aber sie soll ja langsam selbstständig werden, das wird mir immer gesagt. Ne, so sind die ja, aber mein Kind zieht sich trotzdem so an, wie ich mich anziehe. Und ja, dann zeige ich euch das mal. Da sind die Pullover drin, hier sind die Hosen, da sind die Schlafanzüge, dass ihr das auch seht, Schlafanzug. Na, das habe ich hier auch nochmal rangemacht, Schlafanzug. Hier unten die Mützen. Hier die Hemden und die Schlüpfer. Hier die Socken. So, hier habe ich das auch nochmal beschriftet. Und zwar habe ich das hier. Kurze Hosen, Winterleggings, Leggings lang. Ich sage hier bloß, was für ein Wetter ist. Und dann zieht sie sich danach an. Es ist kalt, dann ziehe ich mir natürlich eine Winterleggings an. So, Trainingshose. Sommerleggings, kurze Leggings da hinten, Sportsachen und hier auch nochmal Kleider. Hier oben habe ich dann das rangemacht. Hier sind, ist das, weiß ich ja selber, Kleider und die Blusen, wo die drinne sind. Aber ich habe es trotzdem nochmal hier oben rangemacht, Blusen. Dann kommt der nächste Schrank. Da haben wir nochmal die Pullover. Hier ist lang, das sind die Sweatshirts lang. Da weiß sie auch, wenn ich lang sage, weiß sie genau Bescheid. Kurz, T-Shirts. Hier unten für den Sommer die Tops und hier die Röcke. Und ich denke, das ist ganz gut, damit kommt sie klar. Und jetzt kann sie sich, weil sie sonst mal, Mama, wo liegt das, wo liegt das? Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich das so, ich schreibe das alles ran und dann weiß sie das auch. Und so gebe ich euch den Tipp, dass ihr das bei den Kindern genauso macht. Und hier drüben habe ich das alles nochmal genauso gemacht. Mit Lego, Playmobil, Zeitschriften und das ist ganz gut, denke ich. Hier ist nochmal der Lego-Tisch. Und wir haben es auch gerade ausprobiert. Püppi ist gerade aufgestanden. Wir haben ja Ferien, da wird ausgeschlafen. Das ist ganz normal. Ich habe mich auch mal gefreut aufs Ausschlafen. Und hat es super geklappt mit dem Anziehen. Und sie ist gleich beim Bücherregal bei. Guckt, was guckt sie sich an? Das. Gut, dann wünschen wir einen schönen Tag. Und ich habe noch eine. Ich bekomme endlich meinen Keller. Ist das nicht super? Und ich bin nicht maulig, wollte ich sagen, wo ich den Tag in Klütz war. Ich wurde angemault. Nur noch mal dazu, zu den Kommentaren, die ihr mir manchmal gebt. Und der Handwerker kommt heute oder morgen. Ich habe meine Wäsche da weggenommen. Die anderen müssen natürlich auch ihre Wäsche wegnehmen. Und ich bekomme meinen Keller. Super! Positiv! Dankeschön! Wir wünschen euch einen schönen Tag!